geht's heute mit dem Duell in Wolfsburg. Auf geht's, liebe Leute. Wir sind dran an den Bayern. Es sind doch 2 Punkte. Ja, wir haben unnötigerweise 2 Heimspiele verloren gegen Bochum und gegen Frankfurt. Jetzt haben wir das Duell gegen Köln gewonnen mit 2-1. Jetzt geht's nach Wolfsburg. Und dann gibt's Manchester und dann gibt's Dortmund. Also, es wird nicht besser. So. Ja. Nehmen wir mal Change Winning Team, machen wir uns ein bisschen knapper. Wir haben Probleme mit der Defensive. Das ist das Problem an der Sache. So geht es gleich, wie gesagt, los. Na dann auf. Er wird heute im Fokus stehen. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen, ja, da läuft es im Moment. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Volkswagen Arena, dem Austragungsort unserer heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. So, okay, gehen wir rein ins Match. So, das nächste Match hier, wichtiges Spiel, bevor es dann in der Champions League nach Manchester geht. Das Spiel ist angepfiffen, Wolfsburg hat angestoßen. Dann im Finale. Jetzt erstmal Wolfsburg. Schaut, dass wir das irgendwie überstehen hier. Und vor allen Dingen diese blödsinnigen Fehler, die wir gegen Köln immer mal wieder, diese Abwehrspielfehler da hinten in der Defensive. Schiri, der hat schon. Ja, wollte gerade sagen, das war doch ein Foul. Aubameyang. Toll gehalten von Castells. Und wieder Castells. Also zweimal kriegt Aubameyang die gute Situation und zweimal hält Castells da super. Jetzt der Eckball. Sie bekommen den Ball nicht raus. Ja, kann das jetzt. Die Flanke hat er. Castells vor Jan Fiedler, der sich ja wohl festgespielt hat da vorne ein bisschen drin. Ja, man hat durchaus, braucht man jemanden, der vorne ein bisschen Tempo sorgt. Und dann haben wir ein bisschen Glück, die Wolfsburger, dass der Ball da ab... Sie brauchen einen Sieg. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Nicht so einfach. Und nix da, Tor für Wolfsburg. Klasse Treffer.
Und wieder rennt zu einem Rückstand hinterher. Diesmal kann aber die Abwehr auch nichts machen, weil der einfach durchmarschiert. Die Wiederholung dieses Tores noch. Der einfach anzieht, dann Piri vorbeigeht und dann an den Keeper rüberluft. Also Karim Adeyemi, 1-0 Wolfsburg. Also das 1-0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Während wir gerade die Tabelle sehen, dass Bayreuth gewinnen muss, geht Wolfsburg in Führung. Gut verteidigt. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Adeyemi. Wieder Adeyemi. Jetzt können Sie den Ball klären. Und weg damit erstmal. Konter über Pavard, der aufpasst. Wenn der Pavard eigentlich aufpasst, dann wäre das eine ganz, ganz wichtig. Oscar. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Gibt den Konter. Und dann lieber Fischer. Den Ex-Wolfsburger. Chance über außen. Fischer. Könnte der Ausgleich sein. Da war mehr drin, denke ich. Aber geklärt. Oskar. Immer. Nun Oskar. Wieder Oskar. Benacer. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Gib ihn. Jorginho, der gut aufpasst da. Weg ist er. Jetzt wollen die Wolfsburger da den Konter reingehen. Oscar jetzt. Ball ist bei Smith Rowe. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Gibt den nächsten guten. Eckloff. Ah, das könnte es sein. Kassels hält immer noch gefährlich. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, ja, die war er richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter Sonderlob verdient. Sollen. Ganz starke Szene. Früh wird er jetzt gestört. Smith Rowe. Wolfsburg kommt über den Flügel. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Hey, Schiri, der fehlt doch einfach nur vom Windstoß. Da war noch nichts. Ja, im Zweifel Fall für den Gegner ist kein Problem. Alter. Ey, da ist doch nichts. Das ist doch nichts. Der stolpert über den Fuß. 5 Jahre so, weg. Jetzt können Sie die Führung ausbauen. Sie verwandeln diesen Elfer. Ey, danke für das Geschenk. Das war's mit der Meisterschaft. Zu druckvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aber die verging. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ich denke mal, das war's dann. So. Die Nummer, wenn die Bayern mir wahrscheinlich nicht wegpatzen. Ab vielleicht mal. Jetzt eine Chance. Ja, dann. Ja, Mann. Und da kann ich komme aber auch nicht zum Schuss da. Schönes Pressing jetzt. Dann bringt er noch ins Ausgehen für Gegner und vorher Einwurf. Pavard. Wolfsburg kommt über den Flügel. Und das war die erste Hälfte. Du kriegst die Dinger nicht rein und der Gegner kriegt sie geschenkt oder was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mich nervt's gerade schon wieder. Das ist wieder so ein blöder Abwehrfehler da hinten drin. Ja, und dann nervt der Schiedsrichter da noch mit. Ich muss da unbedingt noch einen Elfmeter geben. Gefühl fällt aber mein Fuß. Klar, war die Grätsche dämlich, ich weiß das, aber gefühlt ist der Gegner an meinen Fuß gefallen. Deswegen werde ich jetzt auch Wechsel ziehen müssen, weil so funktioniert ja schon mal nicht. Smith Rowe. Oscar. Die Chance hier. Lässt sich nicht mehr bewegen. Ja, spielt eure scheiß Kurzecke wieder. Ecke wird kurz ausgeführt. Er dribbelt nach innen. Stark gearbeitet. Gutes Ding.
Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Da sind wir natürlich live für Sie vor Ort. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Schaffen Sie den Anschlusstreffer? Ja, da gibt es ja gar nichts, oder was? Und bei mir gibt es ja dann, wenn man gegnerischen Fuß, wenn der schräg angeguckt wird, einen Elfmeter oder was? Das frühe Pressing. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Eine durchaus beeindruckende Ballbesitzquote, die der VfL Wolfsburg bisher hinlegt. Und das ist schon krass. Aber die kriegen auch jeden zweiten Ball. Wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Da wäre das Tor beinahe gefallen. Ja, wie soll ich da drei Tore schießen? Das schaffe ich doch niemals. Nicht, wenn der Schiedsrichter da mithilft. Jetzt könnte ich der jetzt Pass kommen. Mal über. Die Riesenchance. In höchster Not. Ja, natürlich kommt da wieder irgendwas dazwischen. Das ist die Chance. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Naja, Hauptsache erstmal wichtig, dass das Tor gefallen ist, dass wir jetzt erstmal dran sind. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung. So, 66. Aktuelle Eckloch auf jeden Fall. Also 2:1. Guter Einsatz. Ah, lass doch nicht. Es gibt Einwurf. Jetzt wechseln wir doch am besten fünfmal. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Was für. Was pfeifst du denn jetzt weg? Sie verlieren den Ball. Kamera aufpasst. Gut aufgepasst da hinten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Stark gemacht, das können ja, wir sehen. Schön für dich, ey. Du verlierst das Spiel echt noch, ey, Mann. Das war's. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gutes. Oh, da ist er durch. Da macht er ihn rein. Zumindest mal durchmarschieren können. Vielleicht noch ein Punkt. Ja, wie gesagt, aber ohne den Sieg brauchst du gar nicht zu träumen. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Ich brauche zumindest einen Punkt. Ich brauche irgendwie Tor. Zumindest ein Unentschieden. 3:2 also. Da ist alles drin. Benassa. Smith Rowe. Wolfsburg kommt über den Flügel. Mann, springt der wieder ins Aus. Krieg mal, wenn du den versuchst zu holen. Ich muss da unbedingt ins Aus springen. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Chance zur Befreiung. Da kommt der Schuss. Ja, genau, ey. Für was schon wieder, ey. Ich pfeif's Elfmeter. Nichts, ey. Da war doch gar nichts. Könnte dieses Spiel wohl entscheiden. Da ist er drin, der Elfer. Also gegen den Schiedsrichter, der 2 Elfmeter verschenkt. Kannst du nichts Tor machen. Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Er steht hier kurz vorm Ende. 4:2. Buschi, mit wem bekommen Sie es dann als nächstes? Ja, das ist gut, ja. Der kommende Gegner der Wolfsburger heißt 1. FSV Mainz 05. Ja. Wenn Sie da genauso weitermachen. Danke, Herr Schiedsrichter. Das haben Sie danken. Haben Sie sehr gut gemacht. Den Gegner den Sieg geschenkt. Er holt sich den Ball. Schöne Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht. Ey, du schießt 3 Tore in Wolfsburg. Aber wie gesagt, du wirst sowas von verschaukelt. Also das Spiel will nicht, dass du Meister wirst. Ich meine, es ist noch mal ein letzter. Es ist noch eine Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Vorteil. Die Ach was?
Mann, das ist doch nichts, ey! Klar, für was gibst du dich? Ich hab doch nur Ball gespielt. Der Ball landet beim Torhüter. Ja, falsch ab. Jetzt tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff. Schon wieder verloren, ey. Schon die dritte Partie. Die Niederlage der Gäste, also fest. Knappe Niederlage, also. Danke, Schiedsrichter, dass sie mir die drei Punkte geschenkt haben. Wenn hier die ein. Oh Mann, ey. Lächerlich. Manchmal ist das echt lächerlich, dieses Spiel. Aber wir spielen es ja trotzdem alle noch gerne. Also das. Ey, ist das jetzt Trend irgendwie, dass ich vor jedem Champions-League-Spiel mindestens ein Spiel verlieren muss? Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, was ich direkt vor dem Champions-League-Spiel verliere. Wir haben die Bayern gespielt, lass mich raten, die haben natürlich gewonnen. 3-0 gegen Bochum, ja. 5 Punkte bei noch 6 Ausspielen, ja. Aber naja, wie gesagt. Du musst ja verlieren. Du darfst ja nicht Meister werden. So, jetzt ist Champions League. Naja, in der nächsten Folge.